Moin, ich bin Julius. Ich restauriere gerade meinen Land Rover und dafür habe ich mir eine Werkstatt gebaut. Es ist ein alter Folientunnel. Wir sind hier in den Vier- und Marschlanden bei Hamburg. Das ist traditionell eine Gemüse- und Blumenanbaugegend. Und hier stehen überall diese Tunnel rum. Da lag es nahe, dass ich hier auf die Suche gehe nach so einem Tunnel, um mir den hier wieder aufzubauen. Ja, hier steht alles Mögliche an Werkzeug und zum Teil auch ausgebaute Teile vom Wagen. Alles, was man so braucht an Sprays und Schrauben, die aus dem Wagen kommen. Ganz viel Elektronik, die ich da rausgezogen habe. Viele Sachen, zumindest aus dieser Elektrokiste, kann ich selber nicht mehr zuordnen, aber das wird sich irgendwann von alleine lösen. Herzstück einer jeden Werkstatt natürlich der Knarrenkasten. Ich habe das Ganze mittlerweile etwas geupdatet, weil ich jetzt auch Luftdruck habe. Hier in der Ecke, da macht ein Igel gerade seinen Winterschlaf. Darum haben wir hier mal so ein kleines Schildchen dran geklebt, dass er in Ruhe gelassen wird. Hier vorne steht der Kompressor oder die Kompressoren und ein bisschen was zum Heizen. Hier haben wir das entsprechende Werkzeug für den Kompressor. Ich kann das mal kurz vorführen. Bei vielen Männern und Frauen geht da das Herz auf. Also ganz klar die Vorteile hiervon, ist es günstig. Wenn man den Platz hat, kann sich jedermann so ein Ding da hinstellen. Man steht geschützt, man wird nicht nass, man geht nicht weg. Nachteile sind, ja gut, im Sommer wird es wahrscheinlich ein bisschen warm. Aber ich hoffe, dass ich bis zum Sommer sowieso durch bin mit meiner Restauration.